Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video rund um Elder Scrolls Online. Ihr braucht humanoide Daedra für eine Bestrebung? Dann seid ihr genau richtig. Ich habe dazu zwar schon ein Video gemacht, habe damals aber nicht bedacht, dass nicht jeder automatisch dort schon hinkommt. Je nachdem, wie neu ihr seid, müsst ihr euch ja die ein oder andere Zone erstmal freispielen. Gut, mit einem Trick kommt man auch so dahin, aber deswegen jetzt nochmal ein weiteres Video mit Fundorten. Jeder hat ja auch so seine Vorliebe, was Zonen angeht, wo man lieber hingeht. Und jetzt ist es mal, ja, PvP. Aber keine Angst, ihr müsst euch gar nicht wirklich ins Getümmel stürzen. Ihr könnt das tatsächlich von hier oben erledigen. Nichtsdestotrotz immer bitte in Stealth gehen. Denn auch hier könnt ihr natürlich von feindlichen Spielern entdeckt werden und die guten PvPler erledigen euch hier oben im Zweifelsfall mit einem Schuss. Und das wollen wir natürlich vermeiden. Deswegen bitte hier oben immer in Stealth. Das Schöne ist, ihr könnt dann gleichzeitig, wenn ihr sowieso hier seid, auch noch eine Daily mit erledigen. Das schadet ja auch nicht. Und wie gesagt, das Ganze im Zweifelsfall ohne diese Plattform hier oben zu verlassen. Denn an dieser Stelle, hier ist schon der erste, Dremora Küngal, da erscheint gleich noch ein zweiter. Ach nee, ist er tatsächlich schon. Hier haben wir zwei. Und hier drüben auf der anderen Seite werden auch nochmal zwei erscheinen. Das wird jetzt einen Moment dauern, weil ihr habt es gerade mitbekommen. Die sind gerade von einem anderen Spieler getötet worden. Wenn ihr nicht die Geduld habt, hier oben zu warten, bis sie wieder respawnen, ja dann hüpft runter. Hier drüben haben wir die Dremora Morikin. Das sind alles humanoide Daedra. Und wir haben hier drüben ja sogar ein aktives Portal. Das heißt, hier drüben stehen auch schon mal vier, die wir killen können. Und dann haben wir die 10 natürlich ratzfatz voll. Die stehen hier sehr, sehr nah beieinander. Hier drüben sind es zwei, hier sind es zwei, da sind es zwei, da haben wir vier. Zack, haben wir die 10 voll. Aber hier haben wir schon den ersten Blauen, der hier rumläuft. Und ich weiß ja nicht, ist der stärker als ich? Und ratzfatz bin ich tot und muss wieder von vorne anfangen. Also natürlich, der Stand der Daily oder auch der Stand der getöteten Dremora bleibt natürlich bestehen. Aber ich muss mich natürlich erstmal wieder beleben, je nachdem wo. Es ist nicht gesagt, dass ich hier wieder komme. Muss wieder durch die Falltür nach unten, wieder gucken, dass ich die richtige Leiter finde. Wieder hier hoch und von vorne anfangen kann sehr nervig sein. Deswegen, ich bleibe in der Regel einfach hier oben, erledige von hier oben meine Daily und eben im Zweifelsfall auch die Dremora für eben die Bestrebung, wenn sie denn aktiv ist. Ja, das war's zu diesem Fundort. Den anderen Fundort, wie gesagt, werde ich euch unten im Text verlinken. Auch die Daily, die hier sehr interessant ist, weil gerade für die, die eben ja mit Peewee nicht so viel anfangen können, aber sich gerne schon was von den Belohnungen gönnen möchten, finde ich diese Daily einfach perfekt, weil ihr, wie gesagt, gar nicht runterspringen müsst. Wenn euch das Video gefallen und weitergeholfen hat, ich freue mich natürlich immer über ein Like und ein Follow und das natürlich auch sehr, sehr gerne auf Twitch. Das streame ich regelmäßig und auch da erledigen wir natürlich gerne mal Bestrebungen oder suchen nach Spuren, gehen in Dungeons, schauen, dass wir irgendwelche Errungenschaften erledigen können. Also alles so Dinge, die ja mit mehreren einfach viel, viel mehr Spaß machen. Das war's zu diesem Video. Ich sage Tschüss, eure Kastanie und ja, bis zum nächsten Video.